Willkommen zurück zu Folge 14 in dem Spiel von 1989 Millennium 2.2 auf dem Amiga gespielt damals. Wir haben inzwischen zwei Außenposten gebaut. Jetzt treffen wir eben zurzeit Vorbereitungen, um zwei weitere Außenposten zu bauen. Wir müssen halt da eine Menge Schuss bauen. Und das heißt, wir brauchen eine Menge Laser. Wie wir ja im zurzeit auch im Bau haben. Wie sieht es mit den Schiffen aus? Die packen alle. Mhm. 4 Tage müssen wir noch fünf vergehen lassen. So, das heißt, der Wave Rider, der kann jetzt wieder seinen Bauch voll machen mit Uranium. Andere Materialien, die auf Leder, werden nicht benötigt und deswegen reicht der Wave Rider aus. Vorteilhaft ist eben zurzeit, dass die Angriffe recht selten sind. So werden wir recht gut in Ruhe gelassen und können weiterhin Sicherheitsvorkehrungen für unsere Basen treffen. Auf A7 steht ja inzwischen schon. So geht das doch schon recht gut voran, solange weiterhin keine Angriffe kommen. Inzwischen ist schon wieder Nikolaus vorbei, nämlich schon den 8. Dezember. Weiter geht's. 15. Dezember. Welches Schiff ist es denn jetzt überhaupt hier auf der 3? Der ist voll. Hier passt noch was rein. Flink hat Leder erreicht. Der will bestimmt wieder Material abholen. Mal sehen, wie lange er diesmal warten muss. Gar nicht. Der kann es einladen und sofort losfliegen. Ist zwar knapp, aber reicht. Haben wir eigentlich das eine Schiff schon abgeladen? Oder steht das hier voll rum? Nee, scheint abgeladen zu sein. Und von Callisto das Kram fehlt. Ja. Ja, wie man sieht, in der Mitte ist der Mond abgebildet, anstatt Callisto. Ist ja eigentlich auch nicht ganz richtig. So, jetzt haben wir halt das Problem, wenn jetzt umso mehr Schiffe es werden, die rucken dann immer näher ran. Aber wenn wir dann den Fighter nehmen würden und auf beim Angriff und da drauf klicken würden, dann halten alle Schiffe an, der Kampf läuft und die anderen Schiffe, die warten alle, bis wir den einen abgeschossen haben. Dann geht es weiter, dann müssen wir ja den Mauszeiger wieder hier runterholen, dann greifen wir den nächsten an, wieder nur einen. Anstatt dass alle auf mich gehen, greift mich immer nur einer an. Was ein bisschen merkwürdig ist.
nächste Laser ist fertig. Und wir haben schon wieder Silvester. Jetzt gibt es gerade wieder lecker Kuchen, kann man sagen. Jetzt sind wir schon 5 Jahre dabei, zu versuchen, unsere Erde halt wiederzukriegen. Aber eben zurzeit haben wir noch gar keine Mittel dafür. Weil wir noch gar keine Möglichkeit haben, zum Beispiel den Mars anzugreifen oder ähnliches. Daher müssen wir ganz normal weitermachen mit Laser bauen. Und Schiffe hin und her schicken. Wir müssen halt zu viele bauen, weil Neptun und Triton, die sind so unwahrscheinlich weit entfernt. Und bis wir dahin wieder Laser hintransportiert haben. Wenn wir von da wegfliegen, 300 Tage weg. Und wenn wir dann da wieder hinfliegen, 300 Tage weg. Das sind 600 Tage. Naja. In 600 Tagen die Laser hin und her transportieren. Das macht man mal eben nicht auf die Schnelle. Mal ein Stück haben wir da. Das heißt, wir könnten... Der ist ja voll. Der könnte noch 4 Stück. So. Dann hat der schon mal genug Schutz. Der ist ja auch nahezu voll. Und der hier ist noch leer. Die ganzen Schiffe, die wollen ja dann zum Neptun und zum Triton hin. Und da sollten wir doch schon genug Schutz haben. Was ja halt merkwürdig ist, der Feind kann da sofort angreifen. Und wir sind erstmal 300 Tage unterwegs. Ja, der kann sofort... So, der ist noch im Orbit. Hau ab. So, der kann dann gleich sofort wieder einladen. Haben wir den jetzt nicht losgeschickt? Jetzt haben wir bald keine Materialien mehr. Einen können wir nur noch. Das war's mit der Laserei. Jetzt haben wir kein Zeug mehr. Ja, und das, wir können ja jetzt in das noch freie Schiff ja schon mal wieder 10 einpacken. So, und jetzt müssen wir halt noch warten auf den Wave Rider, bis der wieder hier ist. Linky, wie lange brauchst du noch? 11? Mhm. Wir können ja schon mal... Der hier braucht ja lange. Kann er nämlich jetzt abladen. Dann unterbrechen wir das Modulbau
Und dann kann er weiter Schießeisen bauen. Jetzt höre, läuft richtig gut. Der letzte Angriff liegt schon recht lange zurück. Kann auch ruhig weiter so gehen. Eieiei, wir müssen schon fast einen zweiten hierher schicken. Wie sieht's denn inzwischen auf Callisto aus? Ja, da müssen wir auch so langsam mal wieder ein Schiff hinschicken. Also bauen wir als nächstes dann wieder zwei Kerex. Mehr Platz, mehr Zeugs haben wir ja nicht mehr. Um noch Laser bauen zu können. Also baust du immer wieder einen großen, dicken Topf. Weil wenn die Schiffe nach Neptun und Triton unterwegs sind, dann haben wir hier kein Schiff, was von Callisto wird das Zeug wegholt. Ja, das Schiff hat vier Kugeln davon und in jede passen 250 Tonnen rein. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Das Cockpit sieht auch ganz interessant aus. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten. Das Problem ist, dann kann halt so lange keiner landen. Dann schicken wir Nummer 7 schon mal los. Den hier, Leute, rein. Der will nach Callisto. Der kann ruhig die lange Strecke nehmen. Was ist los? Also. Den einen machen wir so weg. Das war's schon für den. Die Frage ist, warum greift der Callisto mehr an als Leder? Um die Laser herstellen zu können, haben wir ja hier halt das Uranium. Aber der greift wahrscheinlich Callisto deswegen an, weil Callisto vielseitig ist. Silber, Aluminium und Titan. Also drei Objekte, die wir brauchen.
Der pausiert ja erstmal. Brauchen wir ihm zurzeit nichts? Ist sowas? Hätten wir vielleicht mal vorher wissen sollen. Dann hätten wir nämlich das Kerek wieder vollgeladen mit Zeugs. Schon merkwürdig, dass der bevorzugt Callisto angreift. Kali hat Callisto erreicht. Na dann mal landen. Unter 10 Silber. Obwohl wir brauchen ja 1205. So, dann nimmst du Titan mit. Rein theoretisch können wir den gleich nochmal losschicken. Ja, Alu ist nicht so schlimm, dass die Zahl unrund ist, weil wir ja selbst Aluminium herstellen. Also da haben wir einen Kerik ohne Leute, hier haben wir einen Kerik mit Leute. Ja, jetzt müssten wir warten. Brauchst du noch? Ja. Alle Base voll. So, also der hier hat jetzt 20 Laser drin. Der auf 4 müsste ja auch 20 Laser drin haben. Ja. Der auf 3, der ist voll, der will nach Triton. Ne, einen abladen. Und der auf 5, der will ja nach Neptun. So. Also hat einer zwei Laser mehr. Aber der hat gar keine Fighter drin. So. Also rein theoretisch sind die Schiffe jetzt fertig. Neptun. Jetzt bräuchten wir nur noch die Siusse. Was bauen wir gerade? Schießeisen. Mhm.
Wie sieht's aus mit Schutz? 6-1. Dann brauchst du jetzt nochmal einen Jäger. Naja. Also für uns sieht das nicht gerade wie ein Jäger aus. So, das war's erstmal. Wieder mit Millennium 2.2. Die Schiffe sind jetzt alle vollständig befüllt mit Schutz, Energizer und Ausrüstung. Als nächstes, was wir dann in der nächsten Folge machen werden, sind die Basenschiffe bauen, die wir dann zu Neptun und zu Triton schicken werden. Um halt von da dann Chromium zu kriegen. Bis dahin, wenn es wieder heißt Millennium 2.2.